Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Phoenix-Runde. Abhören unter Freunden geht doch. Es sollte zwar nicht passieren, aber es passiert. Täglich werden neue Details der BND-Affäre bekannt. Das Bild ist noch unvollständig. Aber was bekannt wurde, lässt den Bundesnachrichtendienst und das Kanzleramt nicht gut aussehen. Im Kern hat der BND dem NSA jahrelang beim Ausspähen geholfen. Im Visier auch Wirtschaftsunternehmen und politische Entscheider in Europa. Der Verdacht, die Aufsicht im Kanzleramt hat entweder nicht hingehört oder gar weggesehen. BND außer Kontrolle, vom Kanzleramt geduldet, das ist heute unser Thema und das sind meine Gäste. Professor Patrick Sensburg ist bei uns von der CDU, er ist Vorsitzender im NSA-Untersuchungsausschuss, Verzeihung. Georg Maskolo ist bei uns, er ist Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Martina Renner ist mit uns, sie ist für die Linke Obfrau im NSA-Untersuchungsausschuss. Und Andrew B. Dennison ist bei uns, er ist amerikanischer Politikwissenschaftler und Publizist bei Transatlantic Networks. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Sensburg, Vizekanzler Gabriel hat gestern gemeint, dieser Skandal hätte das Zeug, eine massive Erschütterung in Deutschland auszulösen. Wie gravierend ist der Vorgang aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, wir sollten nach einem Jahr Untersuchungsausschuss noch keine abschließende Bewertung fällen. Ich glaube, es ist gut, dass der Deutsche Bundestag vor rund einem Jahr mit den Stimmen aller Fraktionen diesen Untersuchungsausschuss eingerichtet hat. Ich weiß noch, in der ersten Pressekonferenz wurde gesagt, der Ausschuss wird mit leeren Händen dastehen, er wird keine Erkenntnisse gewinnen. Und jetzt sieht das schon mal ganz anders aus nach einem Jahr. Ich glaube, dass wir an einem Zwischenergebnis sind, aber noch lange nicht am Ende. Von daher sollten wir weiter genau hinschauen, welche Verdachtsmomente bewahrheiten sich. Wo hat es gegebenenfalls auch Pannen gegeben und welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Also ich glaube, dass wir in dem ersten Jahr sehr klug agiert haben, indem wir sehr fleißig, und das gilt für alle Fraktionen, uns in die Akten eingearbeitet haben. Wir haben zurzeit rund 1500 große, dicke Aktenordner, 500 rund als eingestuft. Sich das alles durchzulesen und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiden, ist eine erhebliche Arbeit. Mit den richtigen Zeugen anzufangen, das ist nicht immer einfach, weil man muss ja dann auch gucken, wer weiß was, um sich dann peu à peu an die einzelnen Themenkomplexe heranzuarbeiten. Von daher würde ich sagen, wir sind in einem Jahr sehr weit gekommen, aber das geht auch noch weiter. Wir machen ja jetzt gar keine Jahresbilanz, sondern wir gucken auf sozusagen diese aktuellen Ereignisse der letzten Tage und Wochen. Ich sage jetzt noch mal einen ganz aktuellen Punkt. Österreich, es gibt eine Einmeldung dazu, hat jetzt Strafanzeige gegen Unbekannt erstellt und erwartet von der Bundesregierung Aufklärung. Das ist also doch gravierend, oder? Auch der Generalbundesanwalt in Deutschland schaut sich den gesamten Themenkomplex seit rund einem Jahr an. Es waren ja unterschiedliche Vorwürfe erhoben worden. Er hat ein Vorprüfverfahren, in dem er ermittelt, was passiert ist. Er hat bis jetzt noch kein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, soweit wie ich weiß. Ich vermute, dass beide Stellen, die deutschen und die österreichischen, sich austauschen. Und ich gehe auch davon aus, dass unser Untersuchungsausschuss bereit ist, mit den Österreichern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dort sind Fragestellungen ähnlich im Raum. Wir hatten ja ein gemeinsames Treffen auch schon in den USA, wo die Kollegen aus Österreich da waren. Und wir haben an diesem Freitag wieder ein Treffen mit amerikanischen Abgeordneten, die kurz vorher aus Wien kommen. Also die Vernetzung auf parlamentarischer Ebene ist da. Und die Regierungsebene wird dann wahrscheinlich sukzessive folgen, nehmen Sie an. Frau Renner, Sie werden das wahrscheinlich ein bisschen different sehen zu Herrn Sensburg. Die Bundeskanzlerin hat gestern erklärt, Ausspähen unter Freunden sollte nicht passieren. 2003 hat sie im Oktober noch erklärt, das gehe gar nicht. Wie verstehen Sie diese Wendung jetzt in der Akzentuierung? Ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo es nicht mehr um Verdacht geht, sondern wir haben tatsächlich Erkenntnisse darüber, dass wir mitten in einem Geheimdienstskandal stecken. Es geht um Massenüberwachung. Und es geht um Spionage. Spionage gegenüber politischen Institutionen, Parlamenten, auf europäischer wie auf deutscher Ebene, aber auch Richtung Unternehmen. Sie kennen die Meldung EADS, Eurocopter, dass diese Ziele seitens der NSA an den BND übergeben wurden, um in das Datensystem des BND eingestellt zu werden. Und der BND hat wohl ab dem Jahr 2005 festgestellt, dass diese illegalen Spionageziele durch die Amerikaner für den BND bereitgestellt wurden. Und es ist jetzt nun keinesfalls so, dass man eben von vornherein dann einen Riegel vorgeschoben hat und diese Selektoren, wie es heißt, dieser Begriff ist ja auch in der Öffentlichkeit, aussortiert hat und negativ gestellt hat, sondern
Es ist wohl so besser erzählt, dass wenigstens im Jahr 2013 ein Teil dieser Spionageziele tatsächlich im Erfassungssystem des BND aktiv waren. Mhm. Und dass das 2013 entdeckt wurde, liegt alleine an den Veröffentlichungen von Edward Snowden. Daraufhin gab es im BND noch mal eine neue Sensibilität hinsichtlich der Spionageaktivitäten der NSA. Man hat sich diese Suchprofile noch mal angesehen und hat festgestellt, dass dort eben Begriffe dabei sind, die nicht legal sind. Also es geht hier um Vorgänge, und deswegen ist ja der Bezug auf den Generalbundesanwalt richtig, die nicht einfach eine Übersteuerung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den BND sind, sondern die sind möglicherweise strafrechtlich relevant. Es geht um geheimdienstliche Agententätigkeit, es geht um Wirtschaftsspionage und ähnliches mehr. Und wir sagen an der Stelle, der Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag muss diesen gesamten Vorgang jetzt zum Gegenstand machen, dazu die Unterlagen bekommen und die Zeugen aus BND und Bundeskanzleramt genau mit ihrer Fragestellung dann auch in den Zeugenstand rufen. Wer wusste wann was und wer trägt die Verantwortung für diese illegale Praxis? Mhm. Und um die parlamentarische Aufarbeitung geht es also sozusagen jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten. Das werden wir auch gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich würde gerne Georg Maskelo mit reinbringen. Sie haben am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung Bad Aibling, also diese berühmte bayerische Spähstation, als Überwachungsfabrik bezeichnet oder getitelt. Wie viel Brisanz hat diese Affäre aus Ihrer Sicht mit Ihrer Erfahrung? Ja, ich glaube, eine erhebliche, weil es sich, also wir wissen noch nicht alles, aber ich glaube, vieles ist inzwischen ziemlich klar. Es gibt ja einen Grund auch für die große Aufregung, die es im Kanzleramt und in der Regierung gibt. Also was wissen wir im Bereich der Wirtschaftsspionage, wäre ich noch etwas vorsichtiger. Ich glaube, dass es da Vorfälle gegeben hat, die man so interpretieren kann. Aber der Kern dessen, was in Bad Aibling passiert ist, ist, dass die Amerikaner ihr Suchprofil, ihre Selektoren, man kann auch ganz schlicht sagen, ihr Auftragsbuch, wofür interessiert sich der amerikanische Geheimdienst NSA, den haben sie regelmäßig in Bad Aibling abgeliefert. Und ich glaube, dass sie das getan haben, weil sie Bad Aibling zwar irgendwann den Deutschen geschenkt haben, aber eigentlich war es schon immer noch ihre Station, weil der Vertrag vorsah, es gehört jetzt den Deutschen. Aber die Ergebnisse, die ihr da erzielt, müsst ihr mit uns teilen. Was wir in Bad Aibling jetzt lernen und erfahren ist, und darum kümmert sich ja der Untersuchungsausschuss nach den Enthüllungen von Edward Snowden, ist um das Massengeschäft, die massenhafte Überwachung. Wenn man sich anguckt, wie da gearbeitet wird, mit mehr als 1 Million Personen, nach denen gesucht wird, mit dann wiederum einer vielfachen Anzahl von Selektoren für diese jeweiligen Personen, dann sieht man, das ist ein richtiges Massengeschäft, und ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass das Ganze bei BND irgendwann völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Dass man das, was auch Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss geschildert haben, dass man sich sehr sorgfältig anschaue, was da von der NSA komme und das überprüfe und nur nach sorgfältiger Überprüfung dann tatsächlich eine Überwachungsmaßnahme einleite, dass das tatsächlich so nicht stattgefunden hat. Und für die Regierung ist all das, muss man schon sagen, selbst am heutigen Stand, wo wir am Anfang der Aufklärung stehen, glaube ich schon in doppelter Art und Weise eine Blamage. Es beginnt damit, dass wir hier heute wissen, dass im August 2013 ein Unterabteilungsleiter beim BND mit den ersten Veröffentlichungen von Edward Snowden, aus welchen Gründen ihr auf die Idee kommt, zu sagen, wir sollten uns das, was die NSA so macht und will, und wobei wir ihr helfen, das sollten wir uns einmal selber anschauen. Und das Ergebnis sind diese berühmten 12.000 Suchbegriffe, die dann gefunden und gelöscht werden. Dass angeblich niemand in der Spitze des BND und im Kanzleramt von diesem brisanten Geheimnis innerhalb des BND erfährt, deutet darauf hin, dass sowohl innerhalb des Geheimdienstes als auch bei der politischen Kontrolle durch das Kanzleramt, wenn etwas auffällt dieser Dimension, dass etwas schief geht. Und ich glaube, die zweite Blamage für die Regierung liegt darin, dass wir all diese Dinge jetzt nicht erfahren, weil die Regierung selbst nach den Enthüllungen von Edward Snowden aufgeklärt hätte, was die NSA auf deutschem Boden tut und was sie nicht tut und welche Rolle dabei der BND spielt, sondern wir erfahren es jetzt durch die Arbeit eines Untersuchungsausschusses. Meine Erwartung wäre gewesen, dass die Regierung diese Vorgänge sehr viel früher aufgeklärt hätte. Ich freue mich darüber, dass es jetzt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss tut. Aber ich sage nochmal, das wäre eine Aufgabe der Regierung gewesen. Es wäre vor allem die Aufgabe einer Regierung gewesen,
die sich ja wie praktisch keine andere, wenn man mal von der brasilianischen Präsidentin absieht, über die Praktiken der NSA öffentlich empört hat, moralische Maßstäbe definiert hat, Abhören unter Freunden geht nicht, No-Spy-Abkommen innerhalb Europas vorantreiben wollte und mit den USA. Das heißt, es gibt was über digitales Völkerrecht im Koalitionsvertrag. Also eine Regierung, die das Ganze so mit moralischen Wertungen versieht, muss sich schon jetzt daran messen lassen, was hat sie eigentlich damals getan und was hat sie nicht getan. Und richtig gut, muss ich leider sagen, sieht sie dabei nicht aus. Also da war jetzt ganz viel drin. Wir nehmen einiges davon auf im Laufe der Debatte. Herr Sensburg ist auch schon sozusagen im Startloch. Aber Andrew Dennison, um Sie hier auch mit reinzubringen. Georg Mascolo hat gerade formuliert, Bad Aibling ist aus Sicht der Amerikaner eigentlich immer noch so ein bisschen die eigene Station. Sie haben dieser Tage in einem Interview formuliert, viel Lärm um fast nichts. Mich würde interessieren, worin für Sie dieses fast nichts besteht. Ja, also es ist, denke ich, unter Leute, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigen, schon längst klar geworden, dass die amerikanische Aufklärung in Deutschland so intensiv ist wie kein anderer europäischer Staat und dass das auf lange Verpflichtungen basiert. Schon 2009 war es ein Bestseller, wo es erklärt, was alles Amerika macht und auch die Schwierigkeit im neuen digitalen Zeitalter mit Glasfasern umzugehen, aber wie man das gewachsen ist. Also ich stehe dabei, dass die Amerikaner und auch die Abgeordneten, mit denen sie gesprochen haben, die meisten würden sagen, es ist weiter in Ordnung, dass Amerika in Deutschland abhört und aufklärt. Und wenn Frau Merkel sagt, unter Freunde spioniert man nicht, dann erstens muss man fragen, was sind Freunde in den internationalen Beziehungen und zweitens, was bedeutet spionieren? Sie muss das selbst klären mit den deutschen politischen, Gegebenheiten. Aber mit Bad Aibling, wenn ich einen zweiten Punkt machen darf, ich finde es ein bisschen komisch, dass so viel Aufmerksamkeit auf Bad Aibling gerichtet wird. Denn würde Bad Aibling zugemacht werden, könnte die NSA natürlich immer noch in Deutschland aufklären. Man sagt, Bad Aibling ist eine Abhörstation und man sagt diesen weißen Kugeln. Aber wissen Sie was? Mobiltelefone hört man nicht mit einem weißen Kugel ab in Bad Aibling, sondern man muss dann in den, vor allem in den Glasfaserkabel kommen. Da, wo Daten abgezapft werden. Frankfurt, also an der Grenzübergang. Jeder Datenglasfaser, der nach Deutschland reinkommt, denke ich, das weiß man auch schon fast seit zwei Jahren, wird erstmal kopiert und dann geht man da durch und minimiert und sagt, das dürfen wir nicht anschauen. Also hier auch viel Lärm um nichts. Das dritte Punkt, was ich machen möchte, ist viel Lärm um den falschen Sachen. Ich habe diesen Antrag. Was daran ist falsch? Ja, ich habe diesen Antrag gelesen zur Etablierung dieses Untersuchungsausschusses vom 18.03.2014. Was ist denn der Auftrag dieses Untersuchungsausschusses, die wir alle NSA-Untersuchungsausschuss nennen? Es ist festzustellen, ob und in welchem Umfang die Nachrichtendienste der sogenannten Five Eyes in Deutschland alles Mögliche gemacht haben. Also es ist nicht nur die NSA, sondern die Kanadier, die Neuseeländer und die Engländer auch. Wo meine Frage steht, ist, warum man nicht die Russen und die Chinesen da reingetan hat und letztendlich alle, die in Deutschland abhören. Okay. Denn was wir wissen, ist, dass in Deutschland wird mindestens 50 Milliarden Dollar oder Euro im Jahr verloren an Wirtschaftskriminalität und Cyberespionage. Und okay, es gibt keinen einzelnen Fall, wo die Amerikaner vor Gericht vorwerfen kann, dass sie irgendwelche Spionage benutzt haben, um amerikanische Firmen zu helfen. Und all diese Selektoren selbst, muss ich sagen, genau wie diese Vorwurf der Wirtschaftsspionage, das sind unbelegte Behauptungen. Andrew Dennison, jetzt müssen wir natürlich jetzt einfach die Reaktion darauf auch zulassen, zumindest von unseren beiden Parlamentariern. Also es sind hier zwei Vorwürfe drin gewesen, neben den vielen anderen, aber zwei Kernvorwürfe. Erstens, wir sind ein bisschen zu empfindlich. Alle deutschen Abgeordneten des Deutschen Bundestages sollten das einfach anerkennen, dass Ausspähen einfach irgendwie sein muss. Und zweitens, ihr Untersuchungsauftrag ist eigentlich nicht richtig im Kern formuliert.
Das sind die zwei Vorwürfe. Also ich fange mal mit dem Untersuchungsauftrag an. Ja. Er ist im Kern richtig formuliert, er muss präzise formuliert sein, er muss auch konkret sein. Man kann natürlich nicht sagen, wir klären jetzt alles auf, was nachrichtendienstliche Tätigkeit ist. Das wäre zu weit umfassend, das ist ein Dauerprozess, sondern wir mussten uns konkrete Sachverhalte aussuchen und es war der Anlass, dass Edward Snowden seine Dinge veröffentlicht hat, die uns konkret zu den Nachforschungen bewogen haben. Von daher auch, was Herr Maskolo sagte, wir hatten Bundestagswahl 2013 und die Regierungskoalition hat in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir einen NSA-Untersuchungsausschuss wollen. Wir haben auch unmittelbar angefangen mit der Arbeit und ich kann nicht sagen, da wird vielleicht ein kleiner Dissens jetzt sein, dass die Bundesregierung uns keine Aktendokumente zur Verfügung stellt. Wir hatten eher die Sorge manchmal, dass sie uns zu viel zur Verfügung stellt und die wesentlichen Dinge gar nicht so unmittelbar ersichtlich sind. Wir haben derzeit 1500 Aktenordner, ich hatte es eben gesagt, viele in eingestufter Form. Also wir kriegen Informationen und ich glaube, es hat noch nie einen Untersuchungsausschuss gegeben, in dem geheimdienstliche Operationen in öffentlicher Sitzung diskutiert werden, man auf der Arbeitsebene mit Sachbearbeitern diskutiert, wie hat ein Nachrichtendienst hier Erkenntnisse erworben. Also das ist schon eine Transparenz, eine Information, die ist neu. Von daher glaube ich, ist die Beschränkung auf einen bestimmten Themenkomplex richtig und die Bundesregierung erfüllt auch unsere Anfragen. Aber warum die Five Eyes und nicht nur die NSA? Zum zweiten Teil. Ich hatte es ja gerade gesagt, das liegt an den Veröffentlichungen von Edward Snowden, die wir ergründen wollen und wo wir auch schauen wollen, was ist denn auf deutschem Boden ausspioniert worden, wenn man dieses Wort mal benutzen möchte. Und der zweite Komplex, haben deutsche Nachrichtendienste, speziell der BND, zusammengearbeitet, was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Ich glaube, es ist ein nicht unbekanntes Thema, dass Nachrichtendienste zusammenarbeiten. Das wollen wir auch, das ist gesetzlich auch so festgelegt. Bei der Terrorabwehr zum Beispiel. Nicht nur bei der Terrorabwehr. Wir Abgeordneten nutzen den BND in jeder Sitzungswoche. Der BND ist bei uns im Parlament. Jede Sitzungswoche bringt uns Aufklärung im Bereich der Ausschussarbeit, unterrichtet Obleuterunde. Bei der Reisevorbereitung von Abgeordneten ist er dabei und klärt auf, zum Beispiel im türkisch-irakischen Grenzgebiet, wo sollte man hinreisen. Wo nicht. Das sind Anfragen, die wir tagtäglich stellen, auch für die politische Bewertung zum Beispiel. Ist es möglich für deutsche Firmen in Tansania zu investieren oder gibt es dort möglicherweise in bestimmten Regionen Konflikte? Das sind Erkenntnisse, die wollen wir als Parlament. Die Frage ist, hat er im Rahmen der gesetzlichen Kompetenzen bei der Kooperation speziell mit der NSA gehandelt? Und das untersuchen wir im Konkreten. Und da muss ich sagen, der Bereich Wirtschaftsspionage ist ein wesentlicher Bereich, der mich zum Beispiel interessiert. Wir haben aber keine Erkenntnis, und Sie haben es zu Recht gesagt, dass der BND oder gemeinsam mit der NSA konkret Wirtschaftsspionage betreibt und dann amerikanische Unternehmen unterstützt. Ich glaube, das wäre in Amerika ein großes Problem, denn der Mitbewerber eines geförderten Unternehmens würde sofort klagen. Wenn geht es um politische Entscheidungen, die Wirtschaftsspionage ist ein grundsätzliches Problem, und Sie haben die Zahl gesagt, die ist sogar noch niedrig gestellt, 50 Milliarden Euro der jährliche Schaden. Ich glaube, wir alle müssen uns und auch aufgrund dieses Untersuchungsausschusses Gedanken machen, ob wir das Thema in unserer Wirtschaft nicht etwas klarer positionieren, denn der Schaden durch Spionage, nicht durch Nachrichtendienste, sondern auch gerade durch OK-Strukturen, ist da. Okay, gut. Wir lassen den Untersuchungsauftrag so stehen, gehen aber zu einer Bemerkung, die Sie gemacht haben, und das wird Frau Renner freuen. Sie haben gesagt, die Bundesregierung hat ja ganz viel Material zur Verfügung gestellt. Das ist prima. Frau Renner wartet auf was anderes. Die wartet auf diese berühmte Liste mit den Selektoren. Da wird mit den Amerikanern abgeglichen. Sie haben aber ein Ultimatum gestellt bis zum Ende der Woche, und dann wollen Sie auf den Klageweg gehen. Bleibt's dabei? Also ich würde gerne noch mal reagieren auf diesen Vorwurf, wir seien empfindlich. Uns geht es als Untersuchungsausschuss darum, festzustellen, ob die Praktiken des BND in Zusammenarbeit mit der NSA, aber auch dem GCHQ zum Beispiel, auf der Grundlage des deutschen Rechts fußen, ob die Geheimdienste auf der Ebene des Rechtsstaates operieren, ob Demokratieprinzipien beachtet werden. Und wenn es dann heißt, naja, wir müssen davon ausgehen, sämtliche Kabel, die in Deutschland anlanden, werden hier gedoppelt und dann werden die Daten massenhaft ausgelesen, dann ist das rechtswidrig in Deutschland. Wir haben ein Kommunikationsgeheimnis, das ist bei uns in der Verfassung festgeschrieben. Wenn ich mit jemandem telefoniere, dann ist es so, dass ich davon ausgehen muss, dass nur für mich und den Empfänger
der Inhalt des Telefonats bestimmt ist und der Staat seine Ohren dort herauslassen hat, außer er hat berechtigte Anhaltspunkte, dass in meiner Person oder in dem meines Gesprächspartners begründete Anfangsverdachtsmomente bestehen, dass man zum Beispiel eine Überwachungsmaßnahme darüber legalisiert. Aber wir reden hier, wenn wir zum Beispiel über die Eikona reden, diese Operation, die in Frankfurt bei der Telekom stattgefunden hat, um eine Massenerfassung und zwar anlasslos. Man hat diese Daten erstmal auf Vorrat erhoben, um sie dann später gegebenenfalls durch verschiedene Suchprofile zu jagen oder Ähnliches. Und das ist tatsächlich rechtswidrig. Das verstößt nicht nur gegen die Verfassung, sondern eben auch über die Gesetze, die bei uns die Arbeit der Geheimdienste normieren. Was ist mit der Liste? Und die Liste ist eben ein Beweismittel, wenn wir klären wollen als Untersuchungsausschuss, ob diese Praktiken rechtswidrig waren und ob die parlamentarische Kontrolle umgangen wurde oder nicht gegriffen hat. Und wenn wir diese Listen nicht bekommen, die wir ganz regulär als Beweisantrag beschlossen haben, die Bundesregierung hätte sie uns schon vorlegen müssen. Es sind Unterlagen einer Bundesbehörde, sie stehen dem Untersuchungsausschuss per Gesetz zu. Dann müssen wir tatsächlich überlegen, ob wir den Klageweg eingehen, weil wir brauchen diese Listen, um in der Zeugeneinvernahme am Donnerstag und in der nächsten Woche den BND-Mitarbeitern oder einem Kanzleramtsminister die entsprechenden Dinge vorlegen zu können und über Vorhalt, wie das auch in einem Gerichtsverfahren ist, dann mit ihm zu diskutieren, ob man bei diesen Spionagezielen nicht irgendwann die Reißleine hätte ziehen müssen. Wenn ich jetzt höre, und das ist für uns wirklich unvorstellbar, dass die Bundesregierung nicht souverän entscheidet darüber, ob sie uns die Listen gibt, sondern die USA konsultiert, also diejenigen, die diese Spionageziele dem BND übergeholfen haben, dann ist es eine absurde Welt. Ja? Ich frage doch nicht irgendwie den Täter danach, ob man in einem Verfahren Beweismittel zur Verfügung gestellt bekommt. Ja? Ja. Zumal es gibt nur eine sozusagen Binnenverhältnis zwischen Bundesregierung und Parlament. Die USA sind für uns Dritte. Ja? Sie sind keine Partner in dem gesetzlichen Verfahren in der Bundesrepublik. Okay, und dennoch, Herr Moskolo, wir kennen sozusagen die Positionierung, die Sie jetzt hätten, Andrew Dennison, dazu, nämlich zu sagen, diese Liste geht man natürlich nicht raus. Sie haben es erwähnt, Herr Moskolo, 2002 hat der damalige Kanzleramtsminister Steinmeier dieses Memorandum of Agreement unterzeichnet mit den Amerikanern. Der Inhalt ist geheim, wir kennen die Details nicht und wahrscheinlich ist genauso geheim, dass alles das, was daraus entsteht, dann an Späharbeit möglichst nicht einem Parlament gegeben wird. Also welchen Spielraum hat eine Bundesregierung jetzt daran, was zu machen? Also wenn man das Memorandum ist ganz so geheim, ist es heute tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, wenn man das in zwei Sätzen zusammenfasst, dann kann man sagen, damals ist daran gedacht worden, dass wenn man auf deutschem Boden diese Anlage betreibt und mit der NSA kooperiert, dass man strenge Regeln finden muss, dass Deutsche geschützt sind und geschützt werden. Man muss aber sagen, dass 2002 und in allen Jahren danach diejenigen, die das gemacht haben, vergessen haben, dass deutsche Interessen heute eben nicht nur deutsche sein sollten, sondern dass das natürlich auch unsere europäischen Freunde sein müssen. So, das heißt, während man sagen kann, dass ziemlich zuverlässig, jedenfalls haben wir keine anderen Hinweise bisher, es gibt ja keine deutschen Politiker, die auf diesen Listen stehen würden, dass die ganz gut geschützt waren, müssen wir irgendwie damit leben, dass eine Anlage, die bei uns im Voralpenland steht, genutzt worden ist, um innerhalb Europas zu spionieren. Ich will auch gerne noch mal einen Satz sagen, weil wir streiten ja nicht zum ersten Mal. Und es ist irgendwie immer eine Freude. Aber ich glaube, dass das, was Sie sagen, nicht der Kern der Angelegenheit ist. Der Kern darüber, worüber wir seit dem Beginn von Edward Snowden streiten und wie ich finde, zu Recht streiten, ist, dass wir alle wissen, dass unser gesamtes Leben sich mehr und mehr in die digitale Welt verlagert. Wir alle sind bereit, in der einen oder anderen Art und Weise zu akzeptieren, dass Nachrichtendienste auf große Mengen von Daten zugreifen, wenn es beispielsweise darum geht, terroristische Bedrohungen abzuwehren. Das ist dann eine Frage der politischen Einstellung. Die einen können sich einen beschränkteren Zugriff vorstellen, die anderen können sich gar keinen vorstellen. Andere sagen, guck doch meinetwegen alles an. Aber wahrscheinlich einigen wir uns alle darauf, dass es bestimmte Schutzaufgaben der Geheimdienste gibt und dass sie dafür auch streng reglementiert die Möglichkeit haben sollten, Kommunikation zu durchsuchen. Ich jedenfalls glaube, dass unter klaren Bedingungen Geheimdienste das dürfen. Was ich nicht will, ist, dass jede Regierung, übrigens auch die amerikanische Regierung, immer sagt, hört doch auf, uns zu kritisieren, wir machen das ja alles nur zu eurem eigenen Schutz.
Und dann weiß ich, dass ein Teil dieser Geschichte auch immer stimmt. Weil es ja eine Aufgabe der NSA tatsächlich ist, die Bundesregierung, den BND dabei zu unterstützen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie der BND das selbst nicht kann. Das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist aber, dass unter diesem Deckmantel des Zugriffs auf die Kommunikation, und das erleben wir doch jetzt in Bad Aibling, eine Fülle von anderen Interessen, nackten amerikanischen Interessen durchgesetzt werden. Und da kann ich nur sagen, das geht nicht. Ich bin entweder ein Freund und ein Partner oder ich bin es nicht. Dass ich mich ständig so benehme, dass ich sage, auf der einen Seite bin ich dein guter Nachbar und Freund und ich unterstütze dich. Und im Zweifel schicken wir sogar gemeinsam unsere Soldaten in den Krieg und lassen sie ihren Seite an Seite kämpfen und möglicherweise auch sterben. Aber in dieser Welt der Spionage, die ja ehrlich gesagt so eine wahnsinnige Bedeutung nicht hat, außer dass es ein paar gute Filme und Romane darüber gibt, zu sagen, das sei alles tatsächlich so wichtig, dass man diesen politischen Schaden bereit ist einzugehen, wie die NSA das tut, kann ich nur sagen, ich verstehe es nicht. Und ich halte es auch für unsinnig, wenn wir in diesem Bereich vertrauensvoll kooperieren wollen, auch in Zukunft. Wenn wir übrigens auch wollen, dass Menschen das Gefühl haben, dass Staaten ihre Verbündeten dabei sind, ihre Kommunikation im Netz zu schützen, dann müssen ein paar dieser Praktiken, über die wir jetzt seit über 2 Jahren reden, müssen einfach begrenzt werden, weil ihr Schaden viel größer ist als ihr Nutzen. Hm. Bogen überspannt, Andrew Dennison? Ja. Vielleicht kurz darauf? Also, ja, kurz. So kurz, wie ich gerade jetzt Fragen bekommen habe. Es gibt natürlich eine Aufklärungswille seitens des Untersuchungsausschusses. Ich fürchte, all das, was da an Fragen stehen, werden nicht beantwortet. Aber was ich sagen kann, ist, dass diese unbekannte Memorandum of Understanding von 2002, von April 2002, wo alle davon sprechen und keine den Wortlaut zitieren können, da wären die Amerikaner weniger als ein Jahr nach 9/11 nicht bereit, irgendwelche Verpflichtungen einzugehen, die ihren Händen gebunden hätten in Deutschland, wo Mohammed Atta letztendlich tätig war, wo die Amerikaner seit eh und je meinen, Geheimdienste aller Art sind in Deutschland unterwegs. Daher, wenn bestimmte Zeitungen sogar von einem Vertragsbruch reden, über ein Memorandum of Understanding, wo wir gar nicht mal wissen, wie die Amerikaner ihr Verhalten da rechtfertigen, da kann ich nur rätseln, was hier für ein Gespräch aufgeht. Ich meine, wir wissen auch die Deutschen, vielleicht die Österreicher auch ein bisschen, sie regen sich mehr auf über diese Sache als zum Beispiel die Engländer. Ja? Da ist der James Bond Schutzherr der Insel. Anderes Geheimdienstverständnis. Ja, ja? Also, aber es gibt ja, und die Amerikaner sagen das, Stasi, es gibt Gestapo, es gibt deutsche Sensibilität. Aber wissen Sie was? Ich glaube, es gibt auch in Deutschland eine Sensibilität. Weil seit 70 Jahren ist Deutschland selbst nicht für die Organisation seine eigene Sicherheit verantwortlich. Genau wie Japan. Keine Kernwaffen. Und wenn man vergleicht, was der BND für elektronische Aufklärung ausgibt, mit was den Amerikaner für amerikanische Aufklärung ausgibt, dann kann man auch verstehen, warum die Amerikaner hier tätig sind. Weil die Deutschen nicht genug machen. Der Amerikaner gibt 20 Mal so viel pro Kopf für Aufklärung aus wie die Deutschen. Vielleicht, weil dahinter der Gedanke steht, man macht Krieg, wie man Geld verdient. Mhm. Schon im Zweiten Weltkrieg war die intellektuelle Pferdekraft von Amerikas immer sehr stark angesehen. Und heute ist es auch so. Und zu sagen, dass die Amerikaner aufhören sollen, wenn man selbst nicht dann abdecken kann, finde ich, ist ein bisschen irreführend. Und letzter Punkt. Ich meine, mein Nachbar sagte auch, es ist ein Geben und Nehmen unter den Aufklärungsdiensten. Und hierbei geben die Amerikaner viel mehr, als sie nehmen. Und man kann die beklagen, aber keiner ist fähig zu sagen, wie man das machen könnte und die Sicherheit darstellen könnte, die die Amerikaner anbieten. Man kann in aller Bescheidenheit natürlich in Deutschland auch feststellen, dass wir auch nach 9/11 unsere Ressourcen auch für unsere Dienste durchaus ein bisschen erweitert haben. Ich würde doch ganz gerne mit unseren beiden Parlamentariern noch mal auf die parlamentarische Aufarbeitung, auch dieser BND-Affäre, wie wir sie jetzt aktuell erleben, kommen. Frau Renner hat es gerade angesprochen. Es gibt seitens der Opposition jetzt den Wunsch, ein bisschen schneller fortzufahren, auch ein paar Sondersitzungen zu etablieren. Man könnte über die Freitage zum Beispiel nachdenken. Welche Chance sehen
Sie, dass das durchkommt, damit man zumindest jetzt zügig am Ball bleiben kann, sage ich jetzt mal so salopp? Ich möchte vorab vielleicht noch sagen, und das scheint mir sehr wichtig und ja auch fast Konsens in dieser Runde und nicht nur in dieser Runde, dass man Nachrichtendienste für eine Vielzahl von Erkenntnisgewinnung braucht, weil ich manchmal den Eindruck gewinne, auch medial werden sie jetzt per se in eine Ecke gestellt, wo sie nicht hingehören. Es scheint ja schlimmer zu sein als die schlimmste Terrororganisation, diejenigen, die uns Aufklärung und Erkenntnisse bringen wollen. Die Frage ist ja, wenn wir auf der einen Seite Eingriffsrechte gesetzlich normieren, also sie den Nachrichtendiensten geben, haben wir eine ausreichende effektive parlamentarische Kontrolle. Also da, wo ich Eingriffsrechte ermögliche, also staatlichen Einrichtungen die Möglichkeit gebe, in Grundrechte der Bürger einzugreifen, muss ich auch auf der anderen Seite die entsprechende Kontrolle haben. Das ist ein Teil unserer Untersuchung. Es geht also nicht darum, wie manche schon inzwischen meinen, den Nachrichtendienst, speziell unseren BND, am Ende abzuschaffen oder nur über politische Verantwortung zu reden. Es geht auch um strukturelle Dinge. Kriegen wir es in Zukunft vielleicht besser hin, parlamentarische Kontrolle auszuüben? Zum Beispiel jetzt, mit einem Beauftragten dafür? Jetzt zu Ihrer Frage. Mir scheint, das ist meine persönliche Meinung, dass die beantragten Sitzungen sehr in den Bereich der politischen Verantwortung reingehen. Ich würde gerne in den kommenden Sitzungen genau erfahren, was ist wirklich passiert. Hier wird sehr viel schon als feststehend behauptet. Keiner hat die Listen gesehen, keiner hat mit den Sachbearbeitern gesprochen, die die Listen gepflegt haben. Es ist noch sehr viel unklar. Es ist ein bisschen wie in einem Puzzle, wo man sich die bestimmten Steine zusammensetzt. Das war zu erwarten bei nachrichtendienstlicher Tätigkeit. Ich glaube, es ist klug, wenn wir es so machen wie im Jahr, das jetzt abgelaufen ist, dass wir Stück für Stück die Details zusammentragen und dann erst auf den höheren Ebenen Abteilungsleiter, dann auch später Präsident BND nachfragen, bis wir zur politischen Ebene kommen. Ich werde schauen, wie wir die beantragten Sitzungen in den Sitzungskalender einfügen können. Dafür sind rechtliche Fragen für diesen Freitag und für den anvisierten 13. Mai zu klären. Das werde ich relativ schnell machen, weil die Opposition, die diese Sitzung beantragt hat, auch ein Recht darauf hat, schnell zu erfahren, kriegen wir das hin. Wir sitzen morgen als Obleute zusammen und werden dann die Fragen sicherlich besprechen. Ich glaube, wir finden da Lösungen, dass wir auch die Aufklärungsarbeit, die, ich sage es nochmal, nach meiner Meinung gut läuft, und ich bin froh, dass wir solche Gremien haben. Ich bin noch nicht überzeugt von einem Geheimdienstbeauftragten. Ich glaube, dieser Untersuchungsausschuss zeigt gerade, dass, wenn der Wille da ist, auch Aufklärung möglich ist. Wenn, müsste man das Gesamte in ein Konzept stellen. Und da würde ich doch warten, bis wir unseren Abschlussbericht vorlegen. Man kann über alles diskutieren, wenn Zeit und Muße da ist. Aber dieser Untersuchungsausschuss arbeitet relativ gründlich. Ihm sollte man auch die Zeit dafür geben. Okay, die Liste aber mit einem Ja oder Nein, wenn es geht, möchten Sie auch haben? Ich wünsche mir eine Einsichtnahme in die Liste derjenigen Selektoren, die auf die Negativliste im Jahre 2013 gefasst worden sind. Weil da ist ja der Verdacht dass sie aktiv waren. Die muss nicht ausgehändigt und dann am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Es tut mir leid, dass das ich so nicht sehe. Aber ich glaube, wir müssen bewerten können, ist da wirklich diese Dramatik in dem Sachverhalt oder stellt es sich dann doch anders dar, dass das Dinge sind, zum Beispiel im Bereich Waffenproliferation, Dual Use, wo man von der einen Seite verstehen kann, dass ein Interesse da ist, wo man aber auch umgekehrt erwarten kann, dass wir unsere deutschen Interessen dann in den Vordergrund stellen und sagen Nein. Und das haben wir bei vielen Selektoren gemacht, Gott sei Dank. Wahrscheinlich, so ist ja der Verdacht im Moment, hat es nicht bei allen ausreichend funktioniert. Frau Renner, jetzt wollten Sie... An der Stelle ist es, glaube ich, kein Verdacht mehr, sondern wenn ich es richtig sehe, gibt es eine Erklärung der Bundesregierung, von der Sie jetzt sagen werden, dass Sie darüber nicht reden können, weil sie irgendwie einen entsprechenden Stempel trägt. Aber die Tatsache, dass hier was Grobes schiefgelaufen ist, dass es zur mindestens bei diesen 2000 Personen, die von diesen 12.000 Suchbegriffen betroffen sind, dass die Regierung und der BND selbst sagen, hier ist es zu Dingen gekommen, zu denen es nicht hätte kommen dürfen. Hier waren wir Partner bei der Überwachung von Menschen aus befreundeten Ländern, sei es in der Politik oder sei es irgendwie in führenden Positionen in Ministerien. Das ist ja etwas, was selbst aus Sicht der Regierung unstreitig ist. Ich bin sehr gespannt an einer Stelle. Ich glaube, dass in diesem jetzigen sogenannten Konsultationsverfahren, also die Bundesregierung, Frau Renner hat es erwähnt, die Bundesregierung fragt die Amerikaner, darf ich diese Liste herausgeben oder nicht? Ja, das ist so, das ist Material der Amerikaner. In diesem Bereich werden aber da die Information von den Amerikanern kommt, gilt dieses, das kann man kritisieren, aber gilt dieses Konsultationsverfahren. Ich glaube, ganz schwierig wird es für die Regierung an folgender Stelle. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die amerikanische Regierung zustimmen wird, dass das Parlament diese Liste sieht. Wenn Teile daraus dann hinterher im Rahmen der parlamentarischen Aufarbeitung oder weil die Regierung es selber wollte, erklären müsste, öffentlich würde, dann wäre das für die amerikanische Regierung, glaube ich, so, als würde die Snowden-Veröffentlichung im Grunde noch mal weitergehen. Weil ich habe es vorhin gesagt, diese Suchbegriffe sind nichts anderes als das Auftragsbuch der USA. Wenn ich darin blättere, sehe ich, wofür interessieren sie sich, für wen interessieren sie sich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wollen. Wenn die Amerikaner das ablehnen und möglicherweise sogar mit Konsequenzen drohen, wenn die Bundesregierung gegen das Konsultationsverfahren verstößt, dann wird das für diese Bundesregierung eine sehr schwierige Entscheidung werden. Die SPD hat sich jetzt schon klar positioniert und hat gesagt, wir wollen das auf jeden Fall sehen. Ja. Das heißt, nicht mal innerhalb der großen Koalition gäbe es dann noch eine Einigkeit, das Material zurückzuhalten. Ich glaube, dass das noch ganz aufregende Wochen werden. Ja. Aber Frau Renner hat jetzt wirklich sehr lange gewartet, um zu reagieren. Ja, bitte. Also ich denke, man muss ein paar Sachen noch mal klarstellen. Mhm. Wir hören jetzt 4 Zeugen aus dem BND am Donnerstag. Ja. Und wenn wir dann nicht auch die Ebene des Bundeskanzleramtes als Zeugen vor den Untersuchungsausschuss, und zwar zeitnah, in den Untersuchungsausschuss holen, wo wir jetzt schon aus den Akten, die uns gegeben wurden, jenseits der Selektorenliste, natürlich Hinweise darüber haben, inwieweit und wann das Bundeskanzleramt informiert war zu dieser Spionageproblematik, dann erwecken wir den Eindruck, als würden wir einseitig auf den Bundesnachrichtendienst in seinem Organisationsversagen fokussieren als Ausschuss und die politische Verantwortung und die der Rechts- und Fachaufsicht außen vor lassen, aus politischen, ich sag mal, Rücksichtsnahmen aus der Großen Koalition. Und diesen Eindruck sollten wir doch gemeinsam jetzt als Ausschuss nicht aufkommen lassen. Deswegen müssen wir zwingend das Bundeskanzleramt zeitnah vernehmen. Auch deswegen zeitnah, weil wir ja den Eindruck durchaus haben, dass man derzeit versucht, in diesem Skandal, wie ich finde, nun auch eine Gegenstrategie zu fahren. Eine ist zu sagen, dass die Wirtschaftsziele möglicherweise sich darüber erklären, dass es nun Spionagetätigkeit zur Verhinderung von illegalen Rüstungsexporten waren. Wenn wir uns aber mal die beiden nun bekannten Spähziele, EADS und Eurocopter, einsehen, und dahinter liegt der große Konflikt zwischen Airbus und Boeing, und natürlich ist es auch deswegen sinnfällig, dass Airbus Strafanzeige stellt, dann wissen wir, dass wir da eine große Konkurrenzsituation über zweier marktbeherrschender Unternehmen haben. Da wird es nicht darum gehen, dass EADS nun illegal Rüstungsgüter exportiert hat und die NSA dem BND aufhilft, das zu entdecken. Da müssen wir doch mal irgendwie ein bisschen die Kirche im Dorf. Und dann will ich noch etwas Zweites sagen zu dieser Sache, Konsultationsverfahren. Wir reden jetzt so, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. In keinem der Untersuchungsausschüsse in der Vergangenheit im deutschen Parlament, auch nicht im BND-Untersuchungsausschuss, gab es jemals ein Konsultationsverfahren. Das ist erstmalig in diesen NSA-Untersuchungsausschuss eingezogen worden. Und die Grundlage sind Geheimschutzabkommen, teilweise auf der Ebene der Geheimdienste, mit Unterschriften jeweilig der Partner, der Präsidenten und Ähnliches. Aber eine solche Regelung, ein Geheimschutzabkommen zwischen Geheimdiensten, ist untergesetzlich zum deutschen Untersuchungsausschussgesetz. Das heißt irgendwie, die Rechte, die jetzt verletzt werden des Parlaments bei der Nichtherausgabe der BND-Listen, und das sind ja nur die Negativlisten, also die Ziele, die der BND als illegal identifiziert hat. Wenn man diese Rechte des Parlaments verletzt, dann kann man das nicht begründen mit Geheimschutzabkommen zwischen den USA und der Bundesrepublik. Dann muss man dazu stehen und sagen, wir wollen an der Stelle, dass die Bundesregierung die Aufklärungsarbeit ein Stück weit, ich sag mal, in der Hand behält und den Ausschuss eingrenzt. Das ist der eigentliche Zweck dieses ganzen Verfahrens, dass wir begrenzt werden in unseren Möglichkeiten als Untersuchungsausschuss. Das haben wir erlebt mit Schwärzungen, das haben wir erlebt darüber, dass Zeugen offenbar sich mit Unterlagen vorbereiten konnten, die dem Untersuchungsausschuss nicht vorlagen. Das haben wir mit vielen anderen erlebt. Und wir sind ja so alarmiert, sage ich jetzt mal, weil wir natürlich vor der Folie zum Beispiel des NSU-Untersuchungsausschusses wissen, was alles passieren kann in Geheimdiensten. Dass Akten verschwinden, dass sie dann mühselig wieder rekonstruiert werden müssen, dass Zeugen präpariert werden, dass Zeugen auf lange Zeit vernehmungsunfähig erkranken und Ähnliches mehr. Ja. Das ist sozusagen der Druck, den wir spüren, dass wir jetzt aktiv werden müssen, bevor eine Vertuschung auch einsetzt. Ja. Ich habe mal noch eine sehr praktische Frage und dann kommen sicher gleich die Herren, die ja auch gerade noch darauf warten, da zu entgegnen.
Gesetzt den Fall, Sie bekämen tatsächlich das, was Sie fordern, diese Liste, entweder sei es nur mit den 12.000 oder auch mit den 40.000, die Sie fordern, begriffen. Hätte ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages wie Ihrer überhaupt das Know-how, dieses angemessen zu prüfen? Ehrlicherweise. Genau. Auch Herr Sensburg, bei Sie. Wir haben ja das Know-how bewiesen, in dem letzten Jahr uns in viele Gegenstände einzuarbeiten. Herr Sensburg nickt an der Stelle, wo man uns am Anfang vielleicht unterstellt hat, dass wir als Nicht-Informatiker oder Fachfremde nicht in der Lage sind zu verstehen, was Tempora, Prism, X-Keyscore und ähnliches ist. Wir haben eine ganze Menge verstanden, nämlich zu dem, wie Geheimdienste arbeiten. Natürlich gibt es das Problem, wenn man retrograd so eine Liste ansieht, ist es leicht, eine E-Mail-Adresse zuzuordnen, wenn die zum Beispiel Europäisches Parlament als Bestandteil trägt. Bei einer Telefonnummer wird es schwieriger, ob die heute noch sozusagen rekonstruierbar ist, zu welchem Anrufinhaber sie gehört. Bei IP-Adressen ist es fast unmöglich, nach einem längeren Zeitraum die noch ordentlich zuzuordnen. Es geht aber um Quantität. Wir haben, ich glaube, eine ganze Menge an Bereitschaft bewiesen im letzten Jahr, durch alle Fraktionen und hinweg uns durch Materien hindurchzuarbeiten, technischer, politischer und geheimdienstorganisatorischer Art, wo wir sagen, da können Sie vertrauen, dass wir einen Teil dieser Listen entschlüsseln werden. Also wenn ich den Vorgang richtig verstanden habe, ist da, glaube ich, auch gar nicht wahnsinnig viel zu entschlüsseln. Nö. Wir wissen ja inzwischen, es gibt diesen Vorgang im August 2013, da passiert im Grunde was ziemlich Simples, wo man sagt, warum ist das eigentlich früher nie passiert? Da setzt sich ein Mitarbeiter hin und sagt, ich suche irgendwie mal nach Endungen irgendwie mit GOV, Bundesamt und .eu. So, und dann springt die Software an und innerhalb von ziemlich kurzer Zeit erzielt er 12.000 Treffer, die wiederum 2.000 Personen und Institutionen betreffen. Warum ist das so? Bei diesen Suchbegriffen werden irgendwie ein Haufen Spielformen eingegeben. Patrick.Sensburg, Sensburg.Patrick, P.Sensburg, kann man sich ungefähr vorstellen. Also verschiedene Spielformen. Und deswegen ist die Anzahl der Suchbegriffe immer sehr viel höher als die tatsächliche Anzahl der Personen, nach denen man auf der Suche ist. Wenn Sie da drauf gucken, und es geht ja im Kern um E-Mails, dann glaube ich, brauchen Sie keinen wahnsinnig großen Sachverstand, sondern Sie werden Personen finden, wo man sagt, oh. Und Institutionen möglicherweise. Und Institutionen. Also ich glaube, dass jedenfalls ein Teil dieser Liste sich ziemlich erschreckend lesen wird und auch ziemlich schnell zu entschlüsseln ist für jeden, der darauf schaut. Vielleicht sind auch Pressevertreter erschreckend. Bitte? Inwiefern erschreckend? Weil wir diese Namen nicht vermutet hätten? Naja, wir würden. Also ich kann es nur wiederum sagen, es gibt ja einen Grund dafür, wenn ich das richtig sehe, warum im Kanzleramt jetzt seit März, jedenfalls in manchen Büros, irgendwie die Lichter ziemlich lange brennen, warum sie damit zum Parlament gehen, warum es eine Erklärung des Regierungssprechers gibt, die ja in großer Härte den BND sagt, bei euch ist richtig Grobes schiefgelaufen. Das ist ja alles eine Aufregung, die nicht aus nichts entspringt. Ich kann es nur noch mal sagen, ich glaube, dass jedenfalls die Umrisse dieser Geschichte heute schon klar sind. Es hat in einem beträchtlichen Umfang Beihilfe zu einer politischen Spionage gegeben, von denen sowohl der BND als auch die Bundesregierung sagt, das hätte uns in dieser Form niemals passieren dürfen. Und es gibt keine gute Erklärung dafür, warum es für zwei Vorgänge im Grunde, warum es diese berühmte Ablehnungsdatei in Bad Aibling gegeben hat. Also warum sind einem bestimmte Dinge in der Vergangenheit aufgefallen, andere aber nicht. Wieso kann ich mit ein paar Knopfdrücken feststellen, ob die Franzosen und die EU betroffen sind? Ich mache das aber erst 2013. Und wir haben keine Erklärung dafür, wieso im Jahr 2005. Da hätten ja eigentlich alle Alarmsignale angehen müssen. Da erfährt der BND, dass ERDS, Eurocopter und französische Behörden auf einer Liste stehen. Ja. Das wäre eigentlich der Moment gewesen, würde ich denken, wo sie hingehen und sagen, ab jetzt durchsuchen wir dieses Suchprofil, und zwar regelmäßig. Okay. Stattdessen, nach allem, was wir wissen, brauchen sie drei Jahre, bis sie überhaupt das Kanzleramt das erste Mal an der Stelle. Wir haben jetzt noch eine Minute, 10 Sekunden. Ich würde Folgendes sagen. Jeder kommt jetzt mit seinem Schlussstatement, das ungefähr 1,5 Sätze werden darf. Und die Nageprobe kommt jetzt von Andrew Dennison. Ich weiß, ich habe meine Redezeit aufzuholen. In dem Sinne nehme ich mir es auch gern. Also, erstens, würden die Amerikaner wirklich Wirtschaftsspionage in Deutschland machen, würde es ganz anders aussehen. Zweitens, wenn man über EADS oder Airbus
oder anderen redet. Man muss wissen, die haben sowohl mit Libyen wie mit Russland Waffengeschäfte gesucht. Hatten Sie schon gesagt, wir wissen auch, dass der Commerzbank 1, etwas Milliarden Dollar an Abfindung bezahlt hat wegen Sanktionsbrüche mit Russland. Okay. Dritte Punkt. Noch einen Satz und seien Sie fair, Punkt. Geben Sie den anderen 50.000, die Chance, 40.000 Selektoren. Das könnte ein Katalog der Mitglieder der Bundesindustrie- und Handelstag sein. Mhm. Aus diesen Namen und Adressen zu sagen, dass deutsche Gesetze gebrochen worden sind, das ist ein weiter Sprung. 40.000 Selektoren sind bei keinem Weg. Gut, Sie bleiben skeptisch. Okay. Vielen Dank, Andrew Dennison. Frau Renner? Also ganz aktuell geht es uns jetzt darum zu sagen, wenn wir nicht ein Signal der Bundesregierung bekommen, dass sie den Untersuchungsausschuss unterstützt, Akten, Zeugen, insbesondere Herrn Snowden und ähnliches mehr, dann müssen wir sagen, all dieses Aufklärungsversprechen, ob das von der Kanzlerin ausformuliert wurde, ob es jetzt von der SPD mit Werfe vorgetragen wird, nehmen wir nicht ernst. Ich glaube, wir haben in den nächsten Tagen tatsächlich die Nagelprobe darauf, ob Demokratie und Parlament funktionieren. Und das kann nur sein, dass der Untersuchungsausschuss grünes Licht bekommt. Schaffen Sie es kürzer? Was wir wissen ist, dass der Bundesnachrichtendienst in den letzten Jahren immer wieder deutsche Interessen geschützt hat. Mhm. Deswegen gibt es die Dateien. Wir müssen klären, was heißt, es sind Dinge, die im deutschen Interesse waren, nicht gefiltert worden. Wir wissen noch gar nicht, ob das Politiker sind, was für Unternehmen das sind. Das müssen wir erst mal klären. Alles spekulativ. Okay, und ich dann glaube, später dass wir die politische Ebene. In Zukunft auch weitermachen werden. Alles klar. Vielleicht in einem Satz? Sie sind Journalist. Ich bin sicher, dass wir hier noch einmal in dieser Sache sitzen werden. Ja. Und dann setzen wir das fort. Vielen herzlichen Dank, Jörg Maske, die Dame, die Herren. Danke für Ihre engagierte Debatte. Ihnen danke Ihnen, dass Sie mit uns waren. Am Mittwoch schauen wir wieder einmal, können wir sagen, nach Griechenland. Unser Thema dann 100 Tage Tsipras. Dreht Europa den Geldhahn zu? Hoffentlich wieder mit Ihnen. Weiter gute Informationen bei Phoenix. Danke. Tschüss.